Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen. Genießen Sie auch manchmal den wunderschönen Sternenhimmel? Glauben Sie, dass da eine gewisse Kraft von den Planeten ausgeht und dass uns diese vielleicht beeinflussen können? Darüber unterhalte ich mich mit meinen Gästen heute Nachmittag. Die Sterne bestimmen mein Leben, ist mein Thema und hier sind meine Gäste. Regina, sie hat schon wichtige Entscheidungen mit Hilfe der Sterne getroffen. Ob sie damit richtig lag, wird sie uns gleich erzählen. Ähnlich denkt auch Frederika. Sie sagt, sie hat ihre ganz eigene Religion, nämlich die Astrologie. Peter kann Reginas und Frederikas Einstellung nichts abgewinnen. Denn er meint, astrologische Vorhersagen sind nur statistische Zufallswahrscheinlichkeiten. Barbara hielt früher nichts von Astrologie, heute ist sie Astrologin. Wie es dazu kam, verrät sie uns. Marion glaubt an gar nichts, genauso wenig an das Schicksal wie an Astrologie. Und ob die Gestirne Macht über unser Leben haben und wie man am besten Entscheidungen treffen soll, verrät uns unsere Expertin, die Psychologin Magistra Natalia Oelsböck. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast heute Nachmittag. Ich freue mich auf euch alle. Und wir schauen einmal, was die Sterne uns bringen in der kommenden Stunde. Und ich würde auch gern gleich beginnen mit dir, liebe Regina. Gerne. Du blickst mitunter auf die Sterne, indem du dir was anschaust, genau. Also ich bin nebenberuflich Kartenlegerin. Damit mache ich das eigentlich hauptsächlich. Da kann man Sternzeichen auch so ein bisschen mit reinbringen. Also gerade im Tarot gibt es ja verschiedene Kartendecks auch. Mhm. Und genau, das ist das, was ich mache. Meine und die Zukunft anderer Vorhersagen durch Karten. Du machst auch Videos, die mitunter sogar 1 Million Klicks haben. Nicht alle, aber doch eins. Mhm. Und wir schauen mal vielleicht gleich rein, was du denn da so machst in den sozialen Medien. Ich sehe, dass es bei dir momentan gerade einen Mann in deinem Leben gibt. Das könnte jemand sein, der Steinbock, Jungfrau oder Stier ist vom Sternzeichen her. Also jemand mit einer sehr erdigen Energie, einer sehr festen Energie. Ich sehe, dass du gerade sehr, sehr unsicher bist, dass du das Gefühl hast, eine Entscheidung treffen zu müssen. Mit ein bisschen mulmigen Gefühlen sehe ich euch etwas Neues angehen. Da kommt wahnsinnig viel Veränderung auf euch beide zu und das wird aber auch das Richtige sein. Wenn ihr damit richtig umgehen werdet können, wenn ihr mit dieser Veränderung etwas anfangen werdet können, gemeinsam in diese Veränderung hineinzugehen, dann sehe ich hier wirklich dieses lange, beständige, standfeste für euch. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Regina! An wen war denn das gerichtet? Für wen hast du da in die Karten geschaut? Das sind so allgemeine Legungen. Das heißt, die Leute, die es trifft, das sind, die können dann einfach für sich reinspüren, ob es stimmig ist, ob es resoniert und ob sie sich angesprochen fühlen oder nicht. Ich mache aber natürlich auch Privatlegungen, dass eben Leute direkt zu mir kommen können und das ganz individuell ist. Dieses Allgemeine gilt dann sozusagen für alle Menschen draußen eines bestimmten Sternzeichens? Das ist nicht jetzt für ein bestimmtes Sternzeichen, es ist einfach so, die es erreicht, spüren für sich, ob es passt oder nicht. Und das, was mit einfließen kann, sind die Sternzeichen durch die Personenkarten. Also gerade im Video zum Beispiel, das waren also die Münzen, Element Erde, deswegen eben diese erdige Energie, die ich auch angesprochen habe, kommt aber erst im Laufe der Legung dann auf, gut, um wen es da gehen könnte, von den Sternzeichen her auch. Der Peter hat schon ein bisschen skeptisch geschaut. Peter, was genau kannst du mit Reginas Arbeit anfangen? Also das Video jetzt gerade eben. Das ist lustig für mich, ja. Aber das ist unterhaltend. Für mich ist es einfach relativ klassisch, was jetzt irgendwelche Vorhersagen betrifft. Ne? Es ist sehr allgemein gehalten und man kann sich das rausnehmen, was man möchte. Und damit erreicht man auch viele Leute. Es hat aber nichts mit Vorhersagekraft oder mit der Möglichkeit zu tun, dass man irgendetwas Wahrhaftes in der Zukunft hier vorhersagt. Ja. Marion. Ich möchte eines vorausschicken. Ich möchte niemanden beleidigen. Ich ehre alle Leute, die
an was auch immer glauben, ob an den Weihnachtsmann, ob ans Christkindl, ob an Allah oder an irgendwelche Götter. Aber was ich da jetzt gehört habe, nicht böse sein, das wird schon langsam gefährlich. Warum? Die Leute suchen Hilfe, weil sie Angst haben. Und dann wird ihnen gegen gutes Geld oder auch nicht Geld gesagt, jetzt hast du eine Veränderung, da kommt was Positives. Aber was ist schlimm dran, wenn man den Leuten Hoffnung gibt, auch wenn man angenommen, es würde nicht stimmen, was ist schlimm dran, dass man mit jemandem redet oder jemanden konsultiert, der sich Zeit für dich nimmt? Das ist eine Art von therapeutischer Einheit ja auch irgendwo. Da ist ja wurscht, ob das eine Lüge ist oder nicht. Es geht ja darum, wie ich mich dann fühle, oder? Also wenn ich mich nachher dann hoffnungsvoll fühle, dann hat es mir ja schon was gebracht. Ja, aber es war genau der Satz, es kommt jetzt etwas Besseres. Und das hat mir nicht gepasst. Ich glaube, es kann beides sein. Darf ich vielleicht auch einhaken? Bitte, also gerade, weil es ja auch meine Arbeit betrifft. Natürlich sind das, also jetzt in dem Video, das war sehr allgemein gehalten. Klar, es war ja auch eine Allgemeinlegung. Die individuellen Legungen, die sehen auch nochmal anders aus. Also ich habe heute erst eine Kundin gehabt, bei der ich in den Karten gesehen habe, da gibt es vielleicht Herzrhythmusstörungen, würde ich aufpassen. Auch natürlich, es ist jetzt kein medizinisches Gutachten, sage ich auch immer dazu. Aber die hat mir dann bestätigt, ohne dass ich das vorher wissen konnte, ja, sie hat ein Loch im Herzen und sie hat Herzrhythmusstörungen. Ja, und das sind schon auch, man kann sehr präzise arbeiten und meiner Meinung nach muss man daran auch nicht glauben. Ja, und die nicht dran glauben, die kommen sowieso nicht zu mir. Nee, also. Woran erkennt man an den Karten Herzrhythmusstörungen? Ich habe heute drin gehabt, es ist eine Kartenkombi, es ist, sind die Lenormand-Karten, die ich heute hatte. Und das war eine Kartenkombi von Baum, das steht generell für die Gesundheit. Dann das Herz steht fürs Herz. Dann hatte ich drin die Sense, die steht für eine Verletzung beim Herz. Und das Schiff, das ist für jetzt im gesundheitlichen Kontext, irgendwas ist wackelig, also es ist nicht regelmäßig. Genau. Und daraus hast du geschlossen, Herzrhythmusstörungen. Genau, ja, aber auch gehe ich ganz vorsichtig damit um, eh klar. Bevor ich zu Barbara komme, die ja auch Astrologin ist, möchte ich noch einmal zu dir, Regina. Du hast dir, glaube ich, mit 15 oder 16 mal die Karten legen lassen. Bei wem? Ja. Wo bist du da hingegangen? Ich glaube, sie ist nicht mehr tätig, leider Gottes. Ich wollte von ihr lernen. Unglaublich tolles Erlebnis, das ich damals hatte. Also wirklich toll. Und was hat sie dir damals gesagt? Also was wolltest du dort als 16-Jährige? Ich war dort aus purer Neugierde, aus Faszination. Und was sie mir gesagt hat, das war noch das allererste, sie hat nichts gewusst, meinen Vornamen und das war's. Und ich habe sie unter anderem gefragt wegen der Gesundheit von meinem Vater. Und er hatte eine Woche davor eine Knieoperation, wo er ein neues Kniegelenk bekommen hat. Und das allererste, was sie gesagt hat, war, ihm wurde etwas aus dem Bein geschnitten. Und also ab dem Zeitpunkt war ich schon... Hast du daran geglaubt und hast das für dein Leben als wichtigen, weiß ich nicht, Begleiter, Ratschlag, eine für dich eine Form, wie du zurechtkommst im Leben? Es bietet mir sehr viel halt. Also damals mit 16 war es natürlich noch eher das Interesse, aber vor allem jetzt im Laufe der letzten paar Jahre hat mir das wirklich generell die Spiritualität ganz, ganz, ganz viel Halt geboten und das erlebe ich auch bei meinen KundInnen. Okay, aber diese Person damals, hat dir auch irgendwie die Zukunft vorausgesagt oder gesagt, in welche Richtung du dich weiterentwickeln sollst? Genau. Und das hast du dann auch gemacht? Da sind einige Dinge so eingetroffen, wie sie es gesagt hat. Genau. Was zum Beispiel? Ja. Also damals, was sie zum Beispiel gesagt hat, war, dass ich selbstständig sein werde. Und das war im Zeitraum noch, bevor ich die Matura abgeschlossen habe. Da war ich schon so ein bisschen stutzig, habe mir gedacht, so vor der Matura selbstständig machen, weiß nicht wie. Habe eine Ausbildung, also später ist dann rausgekommen, ich habe eine Yogalehrerausbildung gemacht und habe selbstständig Yogastunden angeboten. Also das zum Beispiel. Sie hat mir meine erste Liebe vorausgesehen. Also ich war das erste Mal Vollgas verliebt, das hat sie auch gesehen. Aber gut, ich meine, das ist ja fast Peter, erste Liebe voraussehen. Ja, genau das ist der Punkt. Also diese Dinge sind so allgemein gehalten, ich meine, das ist grundsätzlich in den Horoskopen so, dass man daraus immer irgendwas herausnehmen kann, was man persönlich einfach sich herausnimmt. Und die Astrologie
Ja, mein erstes historisch natürlich hochinteressant ist, weil sie mit der Astronomie natürlich irgendwie entstanden ist. Ja. Ja. Aber ja, wir heute, ja, so um 1600, so um Zeit Johannes Kepler, ja, der Astronom war, einer der größten Astronomen unserer Zeit. Das, was du auch bist? Sicher nicht, aber nicht vergleichbar mit Kepler. Aber Johannes Kepler, ja, der hat einerseits, wie gesagt, die Planeten wirklich berechnen können. Mhm. Und zweitens, ja, auch noch Horoskope gelegt. Das war interessant. Ne? Aber der Kepler war so fair, dass er gesagt hat, ja, die Astrologie ist das närrische Töchterlein der Astronomie. Und er hat gleichzeitig auch den Leuten, denen er das Horoskop gelegt hat, unter anderem, das ist eines der berühmtesten Horoskope, ist das an Wallenstein. Ja, ja, und genau. Da hat er natürlich gesagt, ja, ich habe das Horoskop aber an jemanden gelegt, der, der weiß, das Horoskop zu lesen und zu verstehen. Das hat Kepler damit gemeint. Ja, Kepler hat damit gemeint, ja, dass dieses Horoskop, ja, sozusagen eigentlich, ja, das ist ein Geschäft. Ja, und der Kepler hat das Horoskop auch als Geschäft gemacht, weil er als Astronom zu wenig verdient hat. Also sein Leben, ja, mit der Horoskopie, Männer in der auch Geschichte. Ein, ja, so ist es. Er hat das wirklich, er hat damit sozusagen eigentlich auch sein Leben gefristet bis zu einem gewissen Teil. Aber und, für dich ist Astrologie keine Wissenschaft. Nein, Astrologie ist ganz, ganz klar eine Pseudowissenschaft. Für mich aber auch nicht als Astrologin. Es ist keine Wissenschaft, ist nicht messbar. Genau, es ist eine Pseudowissenschaft. Jetzt hast du was Interessantes gesagt, Barbara, ganz gleich. Pseudowissenschaft, für dich ist es keine Wissenschaft. Natürlich nicht, ist nicht messbar. Kannst nicht es ausrechnen, ist, genau, aber wie viel Saturn, wie viel Jupiter. Es ist eine Anschauung, es ist eine spirituelle Schule, es ist irgendwo eine Lebensphilosophie, aber es ist natürlich keine Wissenschaft. Es war mal, so wie es mein Nachbar ja gut erklärt hat, einmal verwoben. Jeder Astronom, Mathematiker war auch Astrologe, dann kam die Aufklärung und so weiter. Aber heute ist es, und für mich, wobei man unterscheiden muss, also Astrologie heißt auch, es heißt in der Astrologie, sie bekommt das Gesicht dessen, der sie anblickt. Das heißt, wir werden hier auch eventuell verschiedene Meinungen zur Astrologie haben. Für mich ist es keine Wissenschaft in dem Sinn, dass ich sage, eins und eins ist zwei oder wie, glaube ich, der Dorfer war, das so schön gesagt hat, und nicht drei oder so, weil es halt so gespielt. Also man kann es nicht so messen, ja, das ist klar. Es ist nicht eine Wissenschaft, aber es ist dein Beruf. Es ist mein Job, genau, ja. Insofern, ja, stimmt es natürlich in einer gewissen Weise, dass ich sage, die Sterne bestimmen mein Leben so weit, dass es mein Job ist, meine Arbeit. Mhm. Aber ich habe vielleicht einen anderen Zugang dazu gehabt. Also, aber welche Ausbildung hast du? Ich bin Autodidakt. Also ich bin mit 15, 16 auch so ähnlich wie Regina, nur dass ich keine bestimmten Fragen gehabt habe. Bei mir ist ganz anders gelaufen. Ich habe als Teenager, als 14-Jährige, ich habe ein Horoskop gewünscht. Ich habe gewusst, ich bin dieses Sternzeichen, es hat mich interessiert. Dann wollte ich so eine ganze Lebensanalyse. Habe das bekommen und das war schrecklich. Es war ganz schrecklich, weil eben genauso Sachen da drin gestanden sind, so wie das wird passieren, das wirst du sein, da, du wirst Probleme haben, und das habe ich als 14-Jährige gelesen, mit dem Kinder haben. Ja? Das hat mich natürlich total verunsichert. Und so ist eigentlich dann nur der Weg dafür bereitet worden, dass ich mir dachte, wie kann ich das jetzt rausfinden? Wie hatten die das gemeint? Wie hatten die das interpretiert? Und das war überhaupt nicht der Plan für mich, dass ich sage, ich werde jetzt Astrologin. Ja, sondern ich wollte das widerlegen, damit ich mich wieder sicherer fühle. Weil natürlich, das waren schon Botschaften für einen jungen Menschen, die waren ein bisschen arg. Ja, aber da hat sich diese Astrologin verunsichert, ja, mit ihrem sie, Horoskop. Hat sie. Genau. Und jetzt könnte man sich fragen, ob das gut war. Ja? Natürlich war das nicht gut. Ja, ja. Überhaupt nicht. Und ich wollte es falsifizieren. Was halt dann geschehen ist, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, ich meine, das waren die 90er Jahre, das war kein Internet, das waren Bücher und so, lesen und ja, Geschwister und Freunde mal so alle durchnehmen. Ich dachte, ja, es ich finde da was für mich, aber ich finde da nichts da drin im Sinne von Aussagen wie, du wirst Probleme haben mit. Ja, Kinder kriegen. Genau, und das hat auch nicht gestimmt. Meine Tochter sitzt da, ich bin mit 21 Mama geworden, das war problemlos. Ja. Ja, also, aber jedenfalls gab es da keine Probleme. Ja, und heute weiß ich auch, okay, die hat einen gewissen, eine gewisse Konstellation so gedeutet. Und deswegen sage ich, es ist auch schwierig, für mich ist Astrologie auch nicht ganz konkrete Zukunftseignisse abbilden, sondern was ich da drin sehe, sind Tendenzen, aber gehen müssen wir selber. Ja, also du kannst schon so, du hast eine Saturn-Konstellation, das kann eine Prüfungszeit sein, aber ob du jetzt links oder rechts abbiegst. Ja, schon. Genau. Aber jetzt sagt ihr Astrologen, habt ihr ein Geburtshoroskop. Genau. Ne? Da musst du genau sagen, wo du geboren bist, wann genau und diese Uhrzeit. Und dann kriegst du dein sogenanntes Geburtshoroskop. Genau. Jetzt müssen dann aber alle, die zur selben Zeit wie du oder die Marion oder der Peter auf die Welt gekommen sind,
dasselbe Schicksal haben? Nö, überhaupt nicht. Warum? Da kommt Astrologie ist keine Hellseherei. Das ist eben der große Unterschied. Moment. Das, ganz kurz, Barbara. Das hat die Marion, irgendeine Freundin, hat dir dieses Geburtshoroskop erstellt. Dasselbe Sternzeichen. Und wenn wir kurz beim Kartenlegen waren, ich will dich auch nicht beleidigen, es sind ja nicht du, aber es sind ja die Leute, die zum Beispiel Karten legen oder auch ein Horoskop erstellen, die sind ja nicht doof, das sind ja gute Psychologinnen und Psychologen. Die schauen die Person an und wissen genau, was sie hören will. Naja, das ist naja, ja aber das Moment. Schmeißt aber auch alle in das hat generell mit der spirituellen Arbeit zu tun. Ich sage manche. Manche. Und ich habe gesagt, ich werde niemanden beleidigen, aber so ist es auch. Aber nur ganz kurz, diese Idee, die ich hatte, dass wir die weiterverfolgen. Ja. Also angenommen, Peter und ich wären am selben Tag auf die Welt gekommen, selbe Uhrzeit, derselbe Ort, sehr Mutter, ist in meiner Mutter gelegen, dann müssten wir ja dasselbe Schicksal haben. Nein, absolut nicht. Ich weiß nicht, warum diese Annahme gibt. Astrologie ist keine Hellseherei. Astrologie sagt, du bist unter dieser Zeitqualität geboren. Das sind deine Anlagen, da sind Potenziale, da haben wir Schwierigkeiten. Jetzt schauen wir mal, was du daraus machst. Ja, aber dann hat er dieselbe Anlage wie ich. Natürlich, aber deswegen kannst du trotzdem noch anders entscheiden. Und was auch natürlich nicht wurscht ist, das muss man auch immer denken, in welche Umwelt ist ein Horoskop eingebettet. Es ist nicht wurscht, ob ich mir das Horoskop von jemandem anschaue, der jetzt irgendwo im Sudan gerade geboren wird, zu irgendeiner, weiß ich nicht, anderen, ja, sag ich mal, ganz anderen politischen Situation als jetzt zum Beispiel mitten in Europa. Das muss auch noch dazu kommen. Es sind Tendenzen, es sind Schwächen, es sind Stärken, aber du musst das machen. Ja, und das ist der Unterschied. Plus natürlich, es gibt hier schon so ein bisschen Gender-Geschichten auch in der Astrologie. Mhm. Die weibliche Energie ist was anderes, wenn eine Jungfrau ist. Er ist Jungfrau im Sternzeichen, hat er mir vorher verraten. Deswegen, ja, habe ich verraten. Ja, genau. Geht vielleicht anders damit um als eine Frau, Mann und Frau, wobei das auch im Verschwimmen ist. Ja. Aber das ist eben der Unterschied. Es ist keine Hellseherei. Ich kann nicht sagen, ich kann dir jetzt sagen, schau mal, morgen, keine Ahnung, Mond steht dort und hat gute Chance, das und das zu machen. Ob du das machst, keine Ahnung. Aber was ist es dann im Endeffekt? Es ist eine Sehhilfe. Die meisten Leute, ich sage es euch ganz ehrlich, die zu mir kommen, die wissen eigentlich, was los ist. Ja, warte. Die sagen zu mir, meistens, wenn ich hier erkläre, schau, Saturn steht dort, sagen die, ja, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's nur noch mal hören müssen. Es ist für mich so eine Art, ja, Sehhilfe. Ich sehe es auch als Teil, also ich sehe es sehr ähnlich, die Sozialisierung, die Umgebung, in der man ist, wenn man es jetzt astrologisch weiterdenkt, auch die Eltern, was für ein Zeichen die mitbringen. Also, es ist halt ein Teil der Antwort, es ist ein Teil der Analyse seiner selbst. Es kann nicht die ganze Antwort sein. Das sagt die Astrologie auch nicht über sich. Ja, Peter wollte was sagen, du hast schon nach Luft geschnauft. Ja, das ist natürlich, da steht, es steckt natürlich ganz viel Psychologie drin, ja. Und dieses sich herausnehmen von Dingen, ja, die man hört, ja, die man hören möchte. Dafür gibt es einen Begriff, der Barnum-Effekt, ja. Das ist nichts. Das kennen wir. Ja. Was ist der Barnum-Effekt? Das ist, dass ich aus einer sehr allgemeinen Information mir das herausnehme an Dingen, ja, die für mich zutreffend sind. Mhm. Und die Dinge, die für mich nicht zutreffend sind, unterdrücke ich. Ja. Und, aber das ist Psychologie. Ja. Ich meine, ich bin kein Psychologe. Psychologie ist eine Wissenschaft. Ja, natürlich. Das ist schon okay. Das ist schon noch ganz okay. Ja. Das ist nur das, was passiert. Das ist was passiert. Ja. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, auch darzustellen, ich meine, das ist mir wichtig darzustellen, dass eben die Astrologie und die Astronomie heute ja schon wirklich ganz zwei, aber das haben wir jetzt eh schon geklärt, keine Wissenschaft sozusagen. Keine Verwandten mehr. Nicht mehr verwandt. Ja. Sie sind zwar historisch verwandt, ja, aber und auch wissenschaftshistorisch hochinteressant, die Astrologie. Das ist, glaube ich, unbestritten. Ja. Ja. Cool. Da kann man ganz viel herausholen. Ja. Aber in der modernen Physik heutzutage, ja, wie gesagt, oder in der modernen Wissenschaftstheorie, ja, ist eben die Astrologie ja eine Pseudowissenschaft. Das heißt, eine Lehre, ja, die so tut, als ob sie wissenschaftlich wäre, ja, aber die Dinge, die für eine Wissenschaft notwendig sind, ja, nämlich in allem die empirische Beweisbarkeit, Falsifizierbarkeit, ja, nicht möglich ist. Das Einzige, was man in der Astrologie machen kann, ja, sind statistische Aussagen überprüfen. Ja, man kann überprüfen, ja, ob vorhergesagte Aussagen statistisch zutreffen. Ja, und das, ja, ist mittlerweile, ja, vielfach gemacht worden, ja, in hochwissenschaftlichen Arbeiten,
ja, die zeigen, ja, dass die astrologischen Voraussagen, ja, keine höhere Zutreffer- oder Trefferwahrscheinlichkeit haben, ja, als eine Zufallswahrscheinlichkeit. Aber da würde, ich, da würde mich interessieren, welche Horoskope genau wurden da untersucht? Also welcher Aspekt von Astrologie? Weil wenn wir jetzt von einer Tageszeitung das, so eine Voraussage nehmen, natürlich ist das ein Blödsinn. Das ist für mich auch ein Blödsinn. Ja, ist klar. Aber ich meine, da gibt es wissenschaftliche Arbeiten, ja, von Carlson schon. Ja, aber was genau wurde da betrachtet? Das würde mich, das würde ich spannend finden. Das nennt sich der Double Blind Test of Astrology. Ja, und wow. So ein Double, ja, das ist wirklich, ja, das hat eher mit statistischen Tests zu tun. Ja. Nur so, ja, kann ich meine, wenn wir sprechen darüber, ja, ob, sage ich mal, ist unsere Natur wahr oder ist das alles nur Fantasy, ja, dann muss man schon sagen, okay, ja, ich möchte Dinge nachprüfen, ja, ich sitze da, ja, da gibt es eine Kamera, die nimmt mich auf, etc., ja, es hat alles sozusagen auch eine kausale Wirkungskette gibt es da, ja, und das ist das, was wir in der Wissenschaft als Grundlage nehmen, ja, und sagen, ja, die Wissenschaft, ja, die kann uns sozusagen diese Dinge vorhersagen. Aber ich kenne zum Beispiel schon Studien, die beweisen, dass unter Vollmond die Leute, also dass es mehr Unfälle gibt, dass es mehr Notfälle gibt in Krankenhäusern. Gibt, also diese es Studien. Es gibt leider ganz viele Studien, die falsch gemacht sind. Ja, weil ja. Ja, ja, das ist so. Ich kann jetzt diese besondere Studie, ja, weiß ich nicht. Ja, ich weiß nur, ja, die Studien, ja, die wissenschaftlich vollkommen korrekt gemacht sind. Ja, und als Wissenschaftler, ja, schaue ich ja auf, sage ich einmal, die wissenschaftlichen Studien, die nach dem besten Wissen und Gewissen, ja, sozusagen im Prozess, ja, getestet beziehungsweise dann auch veröffentlicht sind. Warte, aber Marion will schon lang was sagen. Entschuldigung. Du mit deinem jetzt, aber, Marion. Aber. Es ist die Astronomie, gehörte ja zu den sieben freien Wissenschaften. Das haben wir seit der Antike. Das ist eine Wissenschaft, die Astrologie nicht. Erinnert. Und, na, das haben wir ja nie bestritten. Und, zwei Sätze erlaubt mir zu sagen. Wage dich deines Verstandes zu bedienen ohne fremde Anleitung. Und zweitens, sapere aude, wage zu denken. Das zweite ist Horaz, das erste ist Kant. Ich verstehe nicht ganz. Nicht böse sein. Ich schätze jeden, der daran glaubt, dass ich irgendeine Zeitung aufmache und da steht drinnen, ich darf am Montag keine Pflanzen gießen, weil sonst gingen sie ein. Wo steht das? Und das hunderte Jahre nach der Aufklärung. Wo steht das? How is it possible? Das regt dich richtig. Das sage ich auch. Was bist denn du im Sterbzeichen? Darf ich darauf antworten mit einem Zitat von Albert Einstein, der nämlich gesagt hat, der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der Rationale ist sein Diener. Und wir haben eine Welt erschaffen, in der wir das Geschenk verachten und den Diener verehren. Das heißt, für mich, der Grund, warum Leute zu einem Astrologen, einer Astrologin gehen, ist, weil ihre Intuition nicht mehr so da ist, wie sie mal war, weil der Verstand für uns in der Jetztzeit wichtiger ist und einen höheren Stellenwert hat. Und die Astrologin, der Astrologe, dann die Intuition noch mal bestärkt, das, was der Mensch eigentlich schon ursprünglich fühlt und man dadurch einen besseren Zugang nochmal zu dem hat, was eigentlich richtig ist, was eigentlich gemacht oder getan werden sollte. Kennst du Spinoza ein bisschen? Spinoza kenne ich nicht, sagt mir nichts. Tut mir leid. Spinoza ist ein Philosoph, ein jüdischer Philosoph aus dem 16., 17. Jahrhundert, der in den Niederlanden gelebt hat, der rausgeschmissen wurde aus seiner eigenen Glaubensgemeinschaft, weil er ungefähr, ich verkürze es jetzt ganz einfach, geschrieben hat, Gott ist nicht in der Kirche in den Steinen. Gott ist überall. Sucht mich nicht in den Kirchen. In jedem Menschen ist Gott. Wir können jetzt alle irgendwen zitieren, ne? Der passt zu unserer Vorstellung. Das sitzt also man nur bis war jetzt schon ein heftiger Satz. Natürlich. Möchte ich betonen. Natürlich, ja. Aber ich finde mal auch wen. Also es gibt doch Seneca und Zitate, die zu dem passen, was ich glaube. Ich meine, da wären wir nicht fertig, oder? Irgendwo. Also gehen wir zurück zum Thema. Warum? Barbara, warum ist die Sterndeutung so faszinierend für dich und warum hilft sie den, wie sagt man, Kundinnen, Kunden, die zu dir kommen? Also für mich, was mich daran so fasziniert hat, war gar nicht so sehr das, was wird irgendwann kommen, was wird irgendwann sein. Also was ich da entdeckt habe als Teenager und ich habe, ja,
eine schwierige Kindheit gehabt und schwierige Erfahrungen. Ich habe mich sehr außen vor gefühlt und vielleicht ist auch das, dass sich die Physik da nicht so kuschelig anhört mit ihren Statistiken und so, die gibt einem da keine Geborgenheit. Und was ich da damals gefunden habe, war irgendwo mal einfach eine Akzeptanz. Ja. Warum bin ich so, wie ich bin? Okay, da irgendwas im 12. Haus, da im 3. Es ist okay. Und das hat mir dieses Horoskop oder die Astrologie, die ich da entdeckt habe, gegeben. Siehst du irgendwo Gefahren? Natürlich. Welche? Natürlich. Alles, was man zu seinem Guru macht, wird zu Gefahr. Also ich glaube, überall, wo die absolute Wahrheit lauert, wird es gefährlich. Selbst in der Wissenschaft denke ich mir manchmal... Auch die Wissenschaft hat keine absolute Wahrheit. Nicht. Ja. Die hinterfragt sich und korrigiert sich. Und ich versuche auch, meine Philosophie zu hinterfragen, immer wieder. Aber dann hast du ja eine riesige Verantwortung. Ja. Weil du kannst ja, könntest ja theoretisch jemanden ins Unglück stürzen. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich helfen will, eine Entscheidung zu treffen. Natürlich stellen sich viele Leute zu mir kommen vor, dass ich ihnen jetzt alles abnehme, die ganze Verantwortung. Was ich versuche, ist zusammen, dass wir herausfinden, was willst du? Und so Beziehungsgeschichten, da ist es auch eher so, dass da überhaupt einmal was kommen muss, dass es gefragt wird. Also ich bohre da nicht rein und sage... Also es ist eher so, dass jemand kommt und sagt, Mensch, ich bin so unglücklich in meinem Job. Dann schauen wir, was ist soll ich mich verändern? Genau. Und dann tust du was? Und dann schaue ich, was geben die Sterne da gerade her. Ja? Und damit ich nicht Gefahr laufe, das möchte ich auch noch sagen. Also ich bin jetzt keine ausgebildete Psychologin, sonst wäre ich Psychologin, ich bin Astrologin. Aber was ich tue, ich gehe in Selbsterfahrung. Das heißt, ich gehe selber in Therapiestunden, weil ich der Meinung bin, das muss eigentlich sein in meinem Job, in jedem Beraterjob. Also zumindest, dass ich so weit aufgeräumt bin, dass ich anderen nicht meinen Wahnsinn umschnalle. Ja, also das möchte ich schon dazu sagen. Friederike, du schon dein Leben planen nach zum Beispiel den Mondphasen? Ja, klar. Also es ist für mich ein Glaube, so wie andere zum Beispiel, wenn jemand eine Entscheidung will, katholische Menschen gehen zum Pfarrer und befragen ihn und der wird anhand der katholischen Religion, der Bibel, einen Ratschlag geben. Und dadurch, dass es für mich ein Hobby ist und ein Glaube und ich das so lebe, also Spiritualität generell, als wäre es eine Religion, natürlich schaue ich mir dann an, wie stehen jetzt die Planeten, ist jetzt irgendwas schwieriger, kann ich es verschieben um 2 Wochen, dann werde ich das auch so machen, weil ich ja daran glaube. Ich glaube inhärent daran, dass es so ist. Und was zum Beispiel sind das, für Dinge, die du da verschiebst? Wenn ich zum Beispiel wichtige Gespräche im Beruf, wo es um Gehaltsverhandlungen geht, dann warte ich eher auf einen Moment, wo es astrologisch für mich besser ausschaut. Genau. Was ist da gut? Wie muss der Mond sein? Das ist immer unterschiedlich. Das kann man so einfach nicht sagen. Ne, gewisse Dinge gibt es natürlich, so Rückläufigkeiten, gell? Das ist der Klassiker bei uns. Genau, im rückläufigen Merkur schaut man dann schon. Was im rückläufigen? Merkur tue ich nicht reisen und da mache ich sowieso. Warum im rückläufigen und nicht im rechtläufigen? Nein, im rückläufigen Merkur muss man immer aufpassen. Auf Kommunikation und Reisen bitte. Meine Frage war, warum? Also warum im Rückläufigen? Ja, weil ich meine, der Merkur ist der Planet der Kommunikation und der Reisen und wenn er rückläufig ist, also das heißt, wenn er sich entfernt, oder? Also wenn er sich entfernt. Rückläufig ist ein astronomischer Terminus technicus. Ich weiß nicht, wie weit er jetzt in der Astrologie verwendet wird. Er wird in der Astrologie genau deswegen verwendet. Also das optische Phänomen wird gedeutet. Ja, genau so. Und eben bei Venus, Merkur kenne ich eigentlich keine Rückläufigkeit. Ach so. Nein, kenne ich nicht. Es ist ein weil es ein innerer Planet. Ja, es ist ein optisches, das optische Phänomen. Das ist ein optisches Phänomen. Genau. Der Merkur innen läuft immer in eine Richtung. Genau, das ist aber das optische Phänomen. Aber die normale Rückläufigkeit bei einem äußeren Planeten passiert nur in der Opposition. Das sind wir wieder in der Astronomie. Wir deuten quasi das, was wir sehen. Ja, aber nicht das, was wirklich passiert. Da sind wir wieder bei dieser Glaubensfrage. Also ich habe es nicht verstanden. Der Mond ist auch die ganze Zeit da, aber manchmal sieht man ihn voll und manchmal nicht, oder? Also das hat aber auch nichts mit Rückläufigkeit zu tun. Ja, nicht, aber er ist halt schon immer da. Wo waren wir eigentlich? Manchmal sieht man doppelt, woran liegt das? Friederike, also Reisen und vielleicht Kommunikation verschiebst du auf einen anderen Termin, Gehaltsverhandlungen? Wenn es geht, manchmal geht es nicht. Und also was noch zum Beispiel? Was kann man noch so planen? Also ich bin jetzt nicht jemand, der die Tageszeitung aufmacht und sich den Mondkalender anschaut. Das ist natürlich nicht. Ich betrachte die Astrologie für mich persönlich nach meinem Planeten und wie die Planeten jetzt gerade für mich stehen. Und das ist ja sehr viel mehr als eben nur das Sonnenzeichen, was man in neuen Medien zum Beispiel lesen kann. Und wenn es geht, dann versuche ich eben so auch Investitionen, ich investiere eben auf
Zeitpunkte zu legen, die für mich halt einfach günstiger sind, astrologisch, weil ich halt daran glaube, wenn es manchmal nicht geht, zum Beispiel manchmal hat man ein Gespräch in der Arbeit, ich gehe jetzt nicht zum Arbeitgeber und sage, Entschuldigung, können wir das um 2 Wochen schieben, weil der Pluto... Die Sterne stehen ungünstig. Genau, der Pluto, ja. Also der würde mich aber ja auch anschauen. Aber du machst das für dich selber. Das ist ja interessant, weil Barbara, du legst dir selber keine Karten, schaust nicht in das eigene Nicht so Horoskop. Gern. Das mache ich nur in schwachen Stunden. Ich schaue ja rückwirkend. Ja, wirklich, wenn ich verzweifelt bin und ich brauche irgendwas, was mir aufbaut. Aber das ist nicht der richtige Weg. Meistens, was ich mache, ist, ich schaue rückwirkend, was war da los, wenn was los gewesen ist. Und dann hilft es mir das ein bisschen. Und dann, wenn du schaust, siehst du, ah, na klar, die Planeten ja, so sind so und so gestanden. So, so und schnell geht es nicht immer. Manchmal ist es echt schwierig, vielleicht wenn es auch Lektionen sind, wo man selber an irgendwas schuld ist, was gemacht hat, dann ist das... Selber ins Horoskop schauen ist sehr schwierig. Das ist so wie der Arzt, der sich nicht selber operieren wird. Ja. Da kommen die ganzen Gefühle, die ich habe. Bin ich ängstlich, sehe ich da nur Angst. Bin ich gut aufgelegt, sehe ich da nur alles super. Genauso wie für meine Tochter oder für Partner. Da sieht man ja auch immer wieder irgendwas, was man nicht sehen will. Da flattert der Venus durch. Aber wenn du eine Entscheidung triffst, wie triffst du sie dann? Da dürfen wir jetzt, können wir gar nicht so anfangen. Ich bin erstens einmal total impulsiv. Zweitens denke ich 100-mal, 1000-mal nach, frage 100.000 Leute, schaue vielleicht auch ins Horoskop, aber im Endeffekt treffe ich sie aus dem Gefühl. Mhm. Und also meistens deckt sich dann, muss ich ehrlich sagen, auch mit dem, was ich da im Horoskop sehe. Also was ich vorher gerne noch mit dazu nehmen würde, nämlich wir im spirituellen Bereich, die wir arbeiten, was wir im Prinzip machen, meiner Meinung nach, ist, dass wir... im Prinzip das, was intuitiv eh jeder von uns weiß, dass wir das nur sichtbar nach außen machen. Ich durch Karten, du durch die Planeten anschauen, aber im Prinzip fühlt es jeder Mensch oder kann es jeder für sich intuitiv fühlen. Und wir sind nur Vermittler. Und ja, ich habe auch den wissenschaftlichen Zugang natürlich durch Studium. Ja. Okay, wenn ich jetzt in die Sterne blicke und in Europa stehe, sehe ich was anderes, als wenn ich jetzt irgendwo in Australien oder in Indien stehe. Das heißt, wenn jemand zur gleichen Stunde in Neu-Delhi geboren wurde, ist das, hat er ein anderes Horoskop als in Wien? Ja, da, klar. Da geht es immer auch um die Geburtsdaten, die Koordinaten. Das ist ein Unterschied. Schon Wien und Bregenz machen einen hauchdünnen Unterschied. Wie du was, Marion? Das weiß sogar ich. Na schau, das weißt sogar du. Danke, Marion. Meine, das ist uralt. Ich meine, das datiert schon vor 2000 Jahren, so wie wir heute diese Geburtshoroskopie machen. Ja? Das ist, also, das geht zurück auf die hellenistische Zeit. Ja? Aber wie gesagt, ich glaube, es ist auch interessant zu erfahren. Ich meine, es gibt, die Astrologie hat ja auch unterschiedliche Aspekte. Ja? Es ist nicht nur, jetzt haben wir ja so viel über diese ganzen Geburtshoroskope gesprochen, ja? Weil das ist das, was halt allgemein so bekannt ist. Ja? Ja. Aber ich meine, ursprünglich hat die Astrologie ja ganz anders begonnen. Mhm. Ja? Mit der sogenannten Mundanastrologie. Ja? Da ging es darum, ja, dass die Babylonier, und das ist dort die Zeit, wo das entstanden ist, ja, die Babylonier natürlich Dinge am Himmel gesehen haben, ja, und die Sterne. Warum? Weil da hat es keine Lichtverschmutzung gegeben, da war es finster, da haben wir kein Handy gehabt, da haben wir keinen Fernseher gehabt. Ja? Den Leuten war fad, ja, unter Anführungszeichen. Ja? Na, was mache ich? Ja? Schau in die Sterne. Ja? Und die Herrscher der damaligen Zeit, ja, die wollten wissen, ja, ob da nicht vielleicht die Perser kommen oder die Seleukiden oder noch irgendjemand anderer, ja, der mich einmal schnell von meinem Thron runterhaut. Mhm. Ja. Und so wurden gewisse Vorhersagen gemacht, ja, aber auch für die Landwirtschaft. Genau, weil die Landwirtschaft war natürlich ganz wesentlich, ja, weil wenn es nicht geregnet hat und ich nicht gewusst habe, na, wann im Kalender, wann fängt das an und so weiter. Also das heißt, die Astronomie und die Astrologie waren da sozusagen total verschränkt. Ja. Und das hat auch gut funktioniert, ja, solange die Menschen nicht in der Aufklärung wussten haben, wie es funktioniert. Was ist Barbara? Ja, ich würde mir wünschen, hat das ein bisschen zerstört, ich würde mir wünschen, dass sich das gegenseitig ein bisschen mehr mag, weil diese Spaltung, die sich sowieso durch alles heutzutage auf der Welt zieht, das ist ja wurscht was, es gibt ja nur mehr schwarz oder weiß. Das ist, finde ich, so zart. Also esoterik ist so ein Schimpfwort. Ja, also Spiritualität ist teilweise schon so ein Schimpfwort. Und da ist die Wissenschaft und dann ist da die Abneigung gegen die Wissenschaft. Ich finde das zart. Ich verstehe nicht, wieso sich das nicht ein bisschen mehr irgendwo treffen kann. Naja, weil nicht jede Jungfrau gleich ist. Er ist aber wahnsinnig aufgeschlossen, ich muss sagen, für eine Jungfrau. Also ja, obwohl er gesagt hat im Vorgespräch, ich möchte eigentlich nicht diskutieren, weil das bringt nichts. Jetzt bist du aber mittendrin. Ne? Ja. Nein, also du kannst ja jeden Charakterzug, Barbara, jeden zuordnen. Also es gibt die verschlossene Jungfrau, nein, es gibt vielleicht die offene Jungfrau, die modische Jungfrau, richtig, die konservative Jungfrau. Das ist ja eigentlich
Na, so sage ich es nicht. Ich sage schon, pass auf, du bist eine Jungfrau. Du hast diese Skala. Ja? Du kannst diese Jungfrau sein, diese Jungfrau. Du wirst vielleicht keine Waage werden in deinem Leben. Aber ob du das so oder so... Außer Aszendent. Ja, außer du, genau. Habe ich ja so noch nicht gesehen, aber ist gut. Weil, ja, weil es heißt, bei der Jungfrau geht es um Ordnung, um Struktur. Das ja, ist gar nicht. Das ist Moment, ganz, ja, ganz wertfrei. Das stimmt ganz einmal. Ich sage das, da muss ganz ich ehrlich sagen, das stimmt, ich bin ordentlich. Aber ob du jetzt sagst, du trotzdem ich nicht an die Astrologie. Ob du jetzt deine Gefühle überall einkastelst oder halt gern das Auto gescheit aussaugst oder ob du... das bleibt dir überlassen. Man ist ja auch mehr als dieses eine Zeichen. Eben so dieses genau. Geburtshoroskop, wo wir es drinnen sind, das besteht aus so Aszendent, Venus, Mars. Ja. Ja. Ich meine, da wird... Wirst du jetzt wahrscheinlich wieder sagen, nein, da ist ja jeder alles. Aber ich sage, nein, du hast deine Skala. Ich sage, das ist etwas, also für mich ist das, die Astrologie auch das astrologische System. Ja. Ich meine, es gibt, urschön. Es gibt viele astrologische Systeme. Das ja, so gut. Aber das astrologische System, das wir heute für die Geburtshoroskopie verwenden, ja, sozusagen das hellenistisch-alexandrinische, ja, wenn man will. Ja, ich weiß. Ja, das, dieses System, das wird... bis heute tradiert. Ja? Ja. Aber das ist nur ein Aspekt sozusagen der Astrologie. Das ist eine andere wenn Geschichte. Wenn du einem Kind erklärst, den Unterschied, also einfach erklärt, Unterschied Astronomie und Astrologie, was ist der Unterschied? Also ich würde es, sagen wir mal so, für ein kleines Kind ja, ist es ein bisschen schwierig. Ne? Ja, also weil nicht ich ganz weiß, klein. Wir sagen heutzutage, das eine ist eine Wissenschaft und das andere ist keine Wissenschaft. Ja, ja, genau, aber nur müsste man ein Kind erklären, was eine Wissenschaft ist. Ja. Genau. Ja. Okay, erklär es keinem Kind, erklär es jemandem, der es nicht nachvollziehen kann, für den, der also, nicht weiß, wie, gesagt, wie man das unterscheiden ich kann. Ich fange ganz gerne an mit der Etymologie, ja? Mit den Worten, was bedeutet Astronomie und was bedeutet Astrologie. Ja? Und Astronomie, da steht das Astron drinnen, ja? Mhm. Und das Nomos, ja, genau. Das beide griechisch, kommt aus der griechischen Zeit. Natürlich kommt es aus der griechischen Zeit, die haben sie erfunden. Ja. So, das heißt, ja, Astro ist der Stern, das wissen wir alle. Ja. Und Nomos ja, ist das Gesetz, mhm. Ja. Also die Gesetze der Sterne. Ja. Das ist, mhm. Das heißt Astronomie. Ja. Das heißt, wir ja, können die Gesetze der Sterne, wir wissen die Gesetze der Sterne. Das aber Astronomie, das macht ja die astrologische Theorie nur das Wort. So, und jetzt kommt die Astrologie und da fängt es schon an. Ja. Astro ist wieder gleich, sind die Sterne. So, und Logos ja, ist das Wort, aber auch die Lehre. So, und jetzt ja, kann man sagen, ist die Lehre der Sterne. Ja, super, die Lehre der Sterne klingt ja sehr wissenschaftlich. Ich sage, genau. Es ist die Sprache. Genau, man kann auch sagen, die Sprache der Sterne. Weißt du, wann diese Tageshoroskope gekommen sind? Wie alt mit ist? Dem Aufkommen der neuen Medien, also erst ab 1920 circa. Mhm. Ja. Das war davor also gar Tages, nicht. Ja, also ich das mein, war nicht üblich. Es war, wie gesagt, die ganze, also astrologisch bin ich jetzt Astronomie historisch, kann ich viel sagen, Astrologie historisch ein bisschen weniger. Aber wie gesagt, die Tageshoroskopie, ja, oder die Horoskopie sozusagen, ja, die Horoskope, ja, das gibt der Geburtshoroskop, das Geburtshoroskop. Ja. Das ist am Ende der Stunde gehst du raus und kennst dich super aus. Du bist ja, genau. Bist verheiratet? Ich bin verheiratet und habe eine Tochter. Was ist deine Frau im Sternzeichen? Was ist meine Frau im Sternzeichen? Also, wann hat sie Geburtstag? Ja, wann hat sie Geburtstag? Sie ist Zwilling. Zwillinge, es sind zwei. Zwillinge. Und das funktioniert, Jungfrau-Zwilling? Also, ja, also nicht, dass ich da, das ist, ich weiß nicht, was die Astrologie sagt, ich habe wie gesagt auch nicht drauf geschaut. Moment, ja. Beides intellektuelle, vernunftbetonte Zeichen können natürlich wunderbar miteinander referieren, diskutieren, alles im Kopf ordnen, strukturieren, wobei die Jungfrau ein bisschen penibler ist. Wer passt überhaupt nicht zur Jungfrau? Jeder. Es gibt keine, das ist natürlich immer das. Jeder passt zu jedem? Jeder passt aber zu entschuldige, warum schaut... Stopp. Es ist jede Kombination lebbar, es gibt da alles. Aber natürlich, die Frage ist immer, wo spießt er sich? Aber mit diesen nur aus demselben Element, sprich, was man da liest, manchmal Jungfrau passt nur zu Steinbock, Stier, ist ein Blödsinn, weil das ist zu easy cheesy. Man will natürlich Spannung. Und genau deswegen zieht es Jungfrauen sehr oft zu Fischen, ja, zu Spannung, Schützen, ja, zu Zwillingen. Bisschen Spannung. Bisschen. Gut, die Jungfrau braucht nicht so viel Spannung, aber Spannung. Vielleicht die Zwillinge Frau schon. Meine Tochter macht da ihres. Was ist die? Moment, im März, die ist Fische, noch Fisch. Fische. Ja, ich auch. Super, finde ich urgut. Das ist die Kombination, ja. Kommt raus, wenn man Jungfrau und Zwillinge zusammenlegt.
Genau, also die Probleme sind da und dort vielleicht ein bisschen größer und kleiner, aber es gibt so... Man sagt, bei allen es, aber, oder? Natürlich. Es gibt so... Gerade der Aszendent spielt dann auch eine Rolle. Also oft ist es das Zeichen vom Aszendenten. Aber da kann man ja jedem, da kann man ja theoretisch, Barbara, jedem alles erzählen. Weil da hast du dann eben den Aszendenten, dann hast du irgendwie andere Sternzeichen, dann hast du, na, der Mars ist in dem Haus, Mond dort und Moment, die Häuser, da kommen die, da kann jeder... Genau so bin ich verwirrt immer. Ja, nein. Das Problem habe ich ja. Ja, und in Beziehungen bestehe ich darauf, dass ich auch jedem genau das alles erzähle, weil ich möchte nicht, das ist für mich Blödsinn und nicht Astrologie, dass irgendwer rausgeht und sagt, ich nehme dich nicht, weil du ein Fisch bist. Zum Beispiel. Das ist Blödsinn. Ja. Das ist, nein, das ist nicht Astrologie. Es gibt Menschen, die ein Leben lang gedacht haben, der Fisch passt nicht zu ihnen. Und bitte verliebt euch in was ihr wollt, ihr dürft alles nehmen, was kommt. Ja, ja, aber man fragt ja, du gehst dann, ja zu... Aber dann, ja, aber dann das bräuchte ich ja die Astrologie nicht. Nein, das ist nicht Astrologie, das ist Unterhaltung. Das ist Astrologie ist, wenn du zu mir kommst und sagst, meine Geburtstagsexakte, dies ist da. Wenn du mich fragst, zu wem passe ich, sage ich dir zu jedem und allem, wie du halt passen willst. Denk, mit dem kannst du streiten, mit dem kannst du lachen. Also, mit der Mama kann ich nicht streiten, weil ich die lautere Stimme habe, das geht nicht. Bitte, ich hätte eigentlich Jungfrau werden sollen, aber meine Mutter, geht ins Kino. Hat es verhindert. Und schaut sich an Pension Schöller. Den alten Film. Und wollte nicht rausgehen, ja. Und hat so gelacht, dass in der Nacht die Fruchtblase geplatzt ist. Deswegen bin ich im August zur Welt gekommen, deswegen bin ich ein Löwe. Schicksal. So. Schicksal. Aber Barbara. Barbara, Frage. Aber sie benimmt sich ein bisschen wie ein Löwe. Ja, total. Ja, total. Ich bin ein Löwe. Oh. Laut, du brüllst herum. Ja, du kennst mich gut. Naja. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Energien sind, die wieder ausstrahlen, aber irgendwas passiert hier. Ja? Also aber immer, da passiert immer was auf der Bühne. So ist es nicht. Ja. Ist eh super, Löwin zu sein, oder? Ist doch ein Traum. Wunderschön. Ja, besser als Frau, entschuldige Jungfrau, weil da hätte ich den blöden Schmäh den Rest meines Lebens gehört. Aber jetzt hat Fort, das ist ein bisschen untergegangen, hat der Peter gesagt, für mich ist es Unterhaltung und das ist er auch. Mitunter, Regina, wenn man nicht weiß, worüber man reden soll, sagt man vielleicht, was bist du denn im Sternzeichen? Und schon hat man ein Thema, ne? Unterhaltung im Sinne von Kommunikation, Interaktion, kann man sicher auch verwenden, auf jeden Fall, sicher. Das, wo ich es eher sehe, ist wirklich dieses, es gibt einem Halt, man kann das in sein Leben mit einfließen lassen. Es gibt auch Studien, die wirklich nochmal untermauern, dass spirituelle Menschen, worunter natürlich auch Astrologie zählt, mehr Sinnerfüllung im Alltag und in ihrem Leben. Und jetzt stelle ich dir auch die Frage, die ich Barbara gestellt habe. Worin siehst du Gefahren? Und wenn da welche sind, hast du doch eine Verantwortung. Ja, Gefahren ganz klar darin, dass man nicht auf seine eigene Stimme hört. Ich bekomme auch ganz oft jetzt die Frage nach einer Legung, okay, was soll ich jetzt machen? Soll ich ihm schreiben? Soll ich warten? Ja, und da sage ich auch immer, was sagt dein Gefühl? Wenn ich dir die Frage stellen würde, was würdest du sagen? Also das ist, glaube ich, die große Gefahr, sich zu sehr an dem festzuhalten. Ja, das hast du ja, glaube ich, eh auch schon gesagt. Genau, und natürlich, dass dann vielleicht Hoffnungen da sind, die dann nicht erfüllt werden, aber auch wieder, weil man sich zu sehr dran festhält. Inwiefern ist Menschenkenntnis wichtig? Ganz wichtig, ja, weil man dann natürlich auch merkt, wie kann man mit dem umgehen, was man in dem sieht, was man da gelegt hat oder in der Planetenkonstellation. Ja, und deswegen, ich würde fast behaupten, dass jeder spirituelle Mensch auch sehr, sehr intuitiv ist. Einfach, weil man den Menschen spürt. Man muss das ja auch schon. Aber du nutzt ja auch, wie viele andere, diese Astrologie-Apps. Die haben ja wiederum keine Menschenkenntnis, ne? Die haben keine Menschenkenntnis, genau. Also da, geht es halt mehr um dieses, wie die Energien gerade das mein jetziges Leben so ein bisschen beeinflussen können. Das ist der Grund, warum ich auf die App schaue. Mhm. Und um Erklärungen zu suchen. Wir schauen auch immer auf das Warum. Warum ist etwas so und so. Wie magst du das, Peter, wenn du Erklärungen suchst? Wenn ich Erklärungen suche, dann denke ich nach. Ja? Dann schlägt er nach, bevor dann denke ich nach und wenn ich es nicht herausfinde, so, dann schaue ich vielleicht irgendwo nach, ja, ob das jetzt in einer Enzyklopädie ist, wo auch immer. Ja, oder ich gehe irgendwo, sage ich einmal, an eine Stelle, spirituelle, wo ich mir dann halt eventuell eine Hilfe hole.
Ja? Und ich meine, es ist okay, wenn das jemand macht und er ist happy damit, ja, all is good, ja, I'm happy. Ja? Also da habe ich ja überhaupt kein Problem damit, ja. Ich mache es nur nicht selber. Und hast du ein Bauchgefühl? Ja, ich habe schon ein Bauchgefühl, aber da frage ich nicht die Astrologie. Mhm. Ja? Ich meine, das ist halt so, okay, und sei, ja, mache ich mal so und so, ja. Darf aber ich dich fragen? Ist würde ich jetzt nicht der Astrologie zuordnen. Ja. Wenn es gerade um Bauchgefühl geht, hast du es schon mal erlebt, dass du hast an irgendwen gedacht und eine halbe Stunde später oder ein paar Tage später oder so hat dich derjenige, diejenige angerufen oder dass du eine Nachricht bekommen bist, demjenigen, derjenigen begegnet? Könnte ich jetzt, also mich jetzt nicht unmittelbar in der Sekunde dran jetzt sagen, ja, das war da oder da. Ja, okay, sagen ich jetzt wir, nicht sagen. Sagen wir, es aber vielleicht passieren. Ist passiert, vielleicht ist passiert. Wie würdest du es erklären? Zufall oder? Ja, Zufall. Zufall, okay. Ja. Für mich ist das Zufall. Und da greife ich auf meine Intuition zurück und sage, ich habe es gespürt. Meine Intuition hat mehr gewusst als mein Verstand. Ja, kann man tun, ja. Aber wie gesagt, ich verlasse mich halt ganz gern auf die statistischen Aussagen, ja, weil die ja, und auch die Naturwissenschaft ja, mir eigentlich immer bisher den Marion. Weg Marion wollte das sagen, zum Bauchgefühl, glaube ich, ne? Oder? Ja, mit dem Bauchgefühl, das wollte ich noch kurz ergänzen. Erstens einmal, gegen Intuition habe ich überhaupt nichts und Bauchgefühl, die würde ich eines nicht vergessen. Wir haben im Bauch auch Neuronen, genauso wie im Hirn. Nur im Hirn hoffentlich mehr, aber die manche nicht. Ja, die Neuronen im Bauch kontrollieren die komplette Darmtätigkeit, sonst würde das nicht funktionieren. Und selbstverständlich bin ich auch für Intuition. Ja. Aber gegen etwas, liebe Freundin, würde ich mich doch verwahren, dass du sagst, wenn jemand so spirituell ist, hat er eine positivere, bessere Lebenserfahrung. Ach, ich bin es war mehr Sinnerfüllung im Alltag. Das ja, mehr Erfüllung im Alltag. Gut, ich danke dir für die Korrektur. Ich bin eigentlich Malerin. Mhm. Und ich habe genug Erfüllung im Alltag. Das ist sehr schön. Es sind nur Tendenzen. Ja. Auch hier, aber die Statistik sagt, die Tendenz ist so, dass spirituelle Menschen mehr Sinnerfüllung im Alltag erleben. Na gut, jetzt denken wir darüber nach und ich stelle gleich diese eine Frage, dass die spirituell erfüllten Menschen, wie hast du gesagt, mehr Sinn im Leben im Alltag haben, liebe Magistrin Natalia Oelsbö, Psychologin, ist das so? Ja, manche. Also spirituell zu sein ist sicher nichts Schlechtes und es gibt, wir haben es ja oft gehört, Halt wird gesucht und da denke ich mir, das kann etwas sein, was einem Halt gibt, was einem Sinn mit Sinn erfüllt. Jetzt hat schon der Peter den berühmten Barnum-Effekt erklärt. Ist das der einzige Grund, warum Horoskope so erfolgreich sind und vor allem, es sind ja junge Damen auf der Bühne, also viele junge Menschen sind begeistert. Es gibt ganz viele Gründe, warum das so erfolgreich ist. Zum einen, wir haben schon gehört, den Barnum-Effekt und dann noch selbsterfüllende Prophezeiung, sprich, wenn ich dann etwas höre, dann unbewusst, und das ist das Wichtige, wir machen das ja unbewusst und dieser Barnum-Effekt ist ja auch etwas Unbewusstes, genau, etwas wo man nicht wirklich einen Zugang dazu hat. Das passiert einfach und das Spannende ist, dass diese Effekte sogar dann funktionieren, wenn du es weißt. Ja? Trotzdem fällst du sozusagen darauf rein. Warum das auch so erfolgreich ist, wenn man jetzt so die schöne Diskussion, es war jetzt wirklich eine sehr interessante, schöne Diskussion, gehört haben. Es geht im Prinzip immer darum, dass unser Leben unglaublich komplex ist, schwierig ist und der Mensch danach strebt, Orientierung zu finden. Und auf welche Art und Weise wir das machen, das sind wir halt unterschiedlich. Das ist legitim. Wir suchen einfach im Leben immer nach Orientierung, weil wir diesen Halt, diese Sicherheit uns wünschen. Also wenn jetzt im Tageshoroskop, sofern man es liest, steht, na heute werden Sie Glück haben oder was weiß ich, heute treffen Sie einen wunderbaren Menschen, dann ist das ja was Schönes und wenn da was steht, bitte passen Sie heute auf im Straßenverkehr, dann wird es vielleicht Menschen geben, die gar nicht das Haus verlassen vor lauter Angst, dass was passieren könnte. Ja, und das ist das Schlimme. Und das ist ja auch dann die Gefahr, die mitunter bei den AstrologInnen gegeben ist, nicht? Genau. Und jetzt haben wir hier eine sitzen, die sehr verantwortungsbewusst war, die Barbara, die uns immer wieder gesagt hat, das ist ja wichtig und so nicht und es soll eben nur eine Orientierungshilfe sein und jeder soll reinspüren, ob es für sich passt. Also sprich, Aufforderung zum Barnum-Effekt, dass man auch schaut, was passt für mich. Und das ist mir auch so wichtig.
dass ich mein Leben nicht aus der Hand gebe. Es ist mein Leben und wir haben auch gehört, so etwas wie Intuition oder Bauchgefühl. Ich sage manchmal auch, es ist die innere Weisheit. Wir wissen heute, dass alles, was wir im Leben erleben, im Körper auch abgespeichert ist. Und manchmal geht man irgendwo rein und auf einmal schnürt es ein neues zu oder umgekehrt. Man hat so ein Glücksgefühl, man kann es nicht wirklich erklären. In der Fachsprache sagt man, das ist das implizite Erfahrungsgedächtnis. Das, was man mit Intuition oder Bauchgefühl, das ist ja tatsächlich das, was wir wissen. Das, was wir gelernt und erlebt haben. Und diese, also wenn es gerade auch um Entscheidungen geht, da geht es darum, aufs Bauchgefühl, sogar der Peter hat gesagt, er hört aufs Bauchgefühl. Yes. Entscheidungen können ja gar nicht ohne Gefühl getroffen werden. Wir haben ja nicht, wir können nicht das Gefühl abschalten und nur Ratio mit dem Verstand entscheiden. Die beste Entscheidung ist immer, wenn man beides einbindet, weil wir alle ein Stück Lebenserfahrung haben und oft spürt man gleich zu Beginn das Bauchgefühl und das sollte man halt mit reinnehmen. Dankeschön, liebe Magister Dalia Özberg. Ich bedanke mich bei euch. Es war sehr, sehr spannend. Vielen Dank, die Damen, Astrologinnen und danke dir, Barbara. Euch Vertreter der Wissenschaft. Wie schwierig es ist, Entscheidungen zu treffen, das wusste schon Pythagoras. Der hat gemeint, die kürzesten zwei Worte, nämlich Ja und Nein, erfordern das meiste Nachdenken. Servus. Bravo. Sie wollen auch einmal in der Barbara Karlich Show auf der Bühne sitzen und mitdiskutieren? Dann melden Sie sich an unter 0900 91 00 98.